Ja, servus zusammen, alle Bergliebhaber, Gipfelstürmer und die, die es noch werden wollen und vor allen Dingen auch alle meine treuen Fans da draußen. Ja, Freunde, ich mache hier gerade einen kleinen, gemütlichen Abendspaziergang in meiner Heimat. Ich sitze hier mitten in den Feldern im Landkreis Erding bei schönstem Feierabendwetter, endlich nach den langen Regenfällen. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme doch jetzt mal die Gelegenheit und werde jetzt hier mal ein kleines Statement zu meiner aktuellen Situation abgeben. Vielleicht auch vor allem für die, die in letzter Zeit jetzt so meinen Kanal verfolgt haben und vielleicht gemerkt haben, oh, da passiert ja aktuell gar nichts, da kommt nichts mehr. Und auch für die, die meine beiden Beiträge, vor allem den letzten zum Thema, dass ich eigentlich komplett aufhören möchte, gelesen haben. Da möchte ich heute einfach mal ein kleines bisschen was dazu erklären und das Ganze vielleicht auch ein bisschen Perspektive rücken und relativieren. Ich hoffe, das Video wird jetzt von dem ganzen Gelabere nicht zu lange. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wenn es trotzdem ein bisschen länger dauert, bitte schaut es euch komplett an. Es lohnt sich. Und da fangen wir mal erstmal damit an, was ist überhaupt passiert. Ich bin vor, lass mich nicht lügen, 4 oder 5 Wochen knapp bin ich eine Tour gegangen, wie jeder andere. Im südlichen Rohfahrngebirge auf den Plessenberg wollte ich. Ganz kurz vielleicht zur Einordnung für euch für die Daten. Es ist eine Tour wie jede andere gewesen, die ich sonst so mache. Angegeben mit 6 bis 7 Stunden, 1100 Höhenmeter. Ein bisschen Kraxelei im ersten Schwierigkeitsgrad, also nichts total Abstruses. Es ist eine Tour, bis 1600 Höhenmeter ging die, war super im Frühjahr noch machbar. Lief auch alles wunderbar bis hoch zum Gipfel. Super Wetter, alles top. Und dann bin ich an den Abstieg gegangen und innerhalb der ersten 50 bis 100 Höhenmeter hat dann mein Knie, ihr seht es auch hier, das da, angefangen weh zu tun. Und zwar ein Schmerz, stechender Schmerz hier außen, der mit jedem Schritt über die Dauer schlimmer wurde und das ich so auch überhaupt nicht gekannt habe oder zumindest seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr gekannt habe. Knieschmerzen beim Bergabgehen, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr relativ neu im Thema Bergwandern, Bergsteigen seid und untrainiert, ungeübt seid. Klar, durch die Belastung dann kann sowas passieren. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, ich bin jetzt, was das angeht, kein Ungeübter und kein Untrainierter. Deswegen hat mich das tatsächlich ganz schön erschreckt. Ich habe mich dann durch die ganzen 1000 Höhenmeter Abstieg dann so einigermaßen durchgebissen. Ich habe mir natürlich auch dann, wenn ich was gefilmt habe, was gesagt habe zu der Tour, da überhaupt nichts anmerken lassen. Aber trotzdem waren so gerade die letzten 200 Höhenmeter, die letzte Stunde darunter, die war schon echt nicht mehr lustig. Da habe ich echt gedacht irgendwie, ey Leute, ich will hier am liebsten verrecken. Zusätzlich habe ich dann auch noch Kopfschmerzen gekriegt. Das ist auch so ein Problem. Das kenne ich jetzt schon öfters von Bergtouren. Das kann auftreten, kann nicht auftreten. Ich habe noch nicht zu 100% rausgefunden, woran es liegt. Es kann mal daran liegen, dass ich zu wenig trinke, dass ich zu wenig Mineralien zu mir führe, dass ich zu wenig Sonnenschutz hatte. Ich hatte aber an der Tour wirklich an alles gedacht und habe trotzdem am Ende auch noch Kopfschmerzen gekriegt. Und das beides in Kombination dann, die letzte Stunde, die Knieschmerzen, die Kopfschmerzen. Das ist dann echt so ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah ey, warum tue ich mir das eigentlich überhaupt an? Was soll das Ganze hier irgendwie? Und ich habe mir dann auch gerade auf der Heimfahrt im Auto dann gedacht, Mensch, sowas so krass, das willst du eigentlich echt nicht mehr erleben. Und das hat auch dann dazu geführt, dass ich da doch mental in ein recht tiefes Loch gefallen bin und angefangen habe, alles zu hinterfragen, was ich so die letzten 2, 3 Jahre im Thema Bergsport, Bergwandern, Bergsteigen, auch mein Kanal und komplett Social Media betreffend, was ich da angefangen habe und was ich da gemacht habe. Ich denke, der eine oder andere von euch wird das vielleicht kennen, wird das auch schon mal erlebt haben, dass man so einen Punkt im Leben auf einmal erreicht, wo so ein Trigger einfach kommt und du anfängst wirklich alles zu hinterfragen und über alles mal nachzudenken. Und genau so einen Punkt, so einen Moment habe ich an der Stelle dann tatsächlich auch erreicht gehabt. Im Endeffekt hat das dann eben zu genau diesen 2 Community-Beiträgen geführt, die ihr dann bei mir am Kanal gelesen habt. Der erste, in dem ich gesagt habe, dass ich aus gesundheitlichen Gründen vorerst mal inaktiv bin. In dem Zuge habe ich dann auch alle Kommentare unter meinen Videos soweit deaktiviert, einfach aus dem Grund, weil ich da ein bisschen mit mir selbst und meinen Gedanken Ruhe haben wollte. Ich habe auch bergtourmäßig dann die nächsten 3 Wochen nichts mehr gemacht, nur so ein bisschen Flachland. Ja, wandern kann man es nicht nennen, spazieren gehen halt hier in meiner Gegend, weil das ging relativ gut und das war auch sehr entspannend für mich. Auf einer dieser Wanderungen, wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, kam es dann zum Entschluss, den 2. Beitrag zu schreiben, in dem ich eigentlich gesagt habe, dass ich mich
komplett aus allen Social Media Kanälen inklusive YouTube ersatzlos zurückziehen möchte. Diesen Beitrag möchte ich tatsächlich hier mit diesem Video wieder relativieren und eigentlich auch zurücknehmen. Ich werde mich nicht komplett zurückziehen. Ich kann und will mich eigentlich auch nicht komplett zurückziehen, zumindest nicht aus YouTube. Dazu aber später mehr. So, nachdem ich dann nach dieser Bergtour mal tatsächlich 3 Wochen lang die Füße stillgehalten habe und wie gesagt außer diesen kleinen Flachlandspaziergängen nichts in Bergen gemacht habe, bin ich jetzt vergangenen Sonntag, das ist jetzt 2 Tage her, wieder auf eine kleine Tour gegangen und zwar auf die Bodenschneid, also wirklich absolut nichts Phänomenales, nichts großartig Anstrengendes, auch höhenmetermäßig jetzt nicht so die absolut krasse Tour. Es ging auch hoch, wunderbar, kleine Kraxelstellen, alles kein Problem. Oben am Gipfel angekommen, ich steige ab oder beginne den Abstieg, die ersten 50 bis 100 Höhenmeter, genau das gleiche wieder. Das Knie fängt schon wieder an zu schmerzen. Nicht mehr so schlimm wie bei der ersten Tour, da habe ich mir gedacht, na okay, es ist ja handelbar, es wird vielleicht besser, es geht. Da bin ich dann bis runter und dann mit einem Zug nach Hause gefahren. Ich war da mal mit Öffentlichen unterwegs. In München am Hauptbahnhof nach 1 Stunde Zugfahrt ausgestiegen. Ich konnte ohne Scheiß die Treppen am Hauptbahnhof weder hoch noch runterlaufen. So weh hat dann in dem Moment mein Knie getan. Da habe ich mir gedacht, Leute, das kann es nicht sein. Da ist irgendwas nicht ganz normal. Aufgrund dessen bin ich dann gleich am nächsten Tag, das war gestern, zum Arzt. Der hat mich zum Orthopäden überwiesen und habe sogar glücklicherweise heute einen Termin beim Orthopäden bekommen. Und was da rausgekommen ist, das verrate ich euch jetzt. Wir haben das nämlich da jetzt mal ordentlich diagnostisch abklären lassen. Also er hat das alles abgetastet. Ich konnte auch genau sagen, an welchen Punkten oder an welchem Punkt ist eigentlich nur einer gewesen, der Schmerz ist. Wir haben auch Röntgenbilder gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie es aussieht innen drin. Und die gute Nachricht hier, also was wirklich Gravierendes, können wir ausschließen. Es ist nichts am Knochen, es ist nichts am Meniskus, auch keine Verschleißerscheinungen oder sonst was, sondern die Arbeitshypothese, oder da ist sich der Orthopäde eigentlich recht sicher gewesen, ist aktuell die, dass es tatsächlich eine Überreizung der Bänder und Sehnen hier außen ist. Was ich aber tatsächlich echt krass finde, dass das jetzt nur an dem einen Knie ist und beim rechten ist alles vollkommen in Ordnung. Also er konnte mir jetzt auch nicht sagen, woher es wirklich kam, aber es ist halt anscheinend wirklich eine Überlastung und infolgedessen muss ich jetzt die nächsten Wochen halt einfach nochmal wirklich ein bisschen die Füße stillhalten. Es gibt jetzt ein paar Tage Schmerzmittel dagegen, beziehungsweise entzündungshemmende Mittel. Und ihr habt auch gesehen jetzt hier, dass ich eine Bandage gekriegt habe, die tatsächlich schon deutlich hilft, dass ich jetzt auch im Alltag, das habe ich jetzt heute gemerkt, die habe ich auch gleich heute Morgen gekriegt, mich wieder besser bewegen kann. Und da habe ich auch Hoffnung, dass das jetzt in absehbarer Zeit auch wieder in den Griff zu kriegen ist und dieses Problem zu lösen ist. Was das andere Problem mit den Kopfschmerzen angeht, da habe ich mittlerweile auch ein paar Tipps bekommen. An der Stelle vielen Dank an die Follower oder meine ganz treuen Fans in der Gruppe, die mir da auch ein paar Tipps gegeben haben. Zum Beispiel die eine Sache mit dem, dass es tatsächlich vom Rucksack und von der eventuellen Nackenverspannung herkommen kann. Und da muss ich auch sagen, ja, das ist tatsächlich was ich ernsthaft jetzt auch angegangen bin und wo ich gemerkt habe, okay, die letzten Wochen, Monate habe ich tatsächlich ziemlich auch Probleme mit dem Rücken gehabt im Sinne von Verspannung. Da habe ich schon was dagegen gemacht, neue Matratze, neues Kissen, also einfach auch die Schlafsituation da mal vor 2 Wochen geändert und auch da merke ich jetzt schon die ersten positiven Effekte. Und dann hat mir auch jemand den Tipp mit eventuell Magnesium auf der Tour gegeben. Ja, das ist auch was, das werde ich mal verfolgen und ausprobieren. Und wenn ich mir so auch die anderen Symptome von Magnesiummangel anschaue, dann passt das auch so ein bisschen in das Bild, was ich die letzten Wochen auch so im Alltag gehabt habe. Also es kann tatsächlich auch ein Faktor gewesen sein. Kurzum, es ist alles nicht extrem schlimm. Es hat mich ganz schön mitgenommen, wie ihr gemerkt habt, weil einfach wenn halt von jetzt auf gleich sozusagen dein Körper, die irgendwie bei deiner größten Leidenschaft sagt, ist nicht mehr. Ja, das nimmt dich halt schon echt mental ein bisschen mit. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels, dass ich die Probleme in absehbarer Zeit in den Griff kriege und lösen kann. Und dass es dann dadurch auch doch tatsächlich wieder mit meiner Leidenschaft, dem Bergsteigen, dem Berggehen und auch YouTube weitergehen kann.
nach dieser langen Vorrede kommen wir jetzt damit auch endlich zum zentralen Punkt eigentlich dieses Statements, dieses Videos. Wie in der Einleitung schon mal kurz gesagt, ich ziehe definitiv den einen Beitrag, in dem ich gesagt habe, dass ich komplett mit allem inklusive YouTube aufhören möchte, den ziehe ich zurück. Ich möchte die Filmerei, die Dokumentiererei von den Bergtouren tatsächlich auch in Zukunft noch weiterführen, nur in einem etwas anderen Umfang, vielleicht einem anderen Ausmaß, da komme ich gleich dazu. Womit ich aber definitiv aufhören werde, ist alles andere Social Media Zeug, also sprich Instagram und auch Facebook, vor allem Insta. Das habe ich einfach jetzt im letzten Dreivierteljahr gemerkt, das lohnt sich einfach nicht. Das ist einfach ein Aufwand, den will ich nicht mehr betreiben. Wenn ich auf Bergtour gehe und da mal was filme und mir da schon die ganze Zeit auch Gedanken mache, wo kann ich die Kamera aufstellen, welche Stellen kann ich filmen, wo macht es Sinn, die Kamera auszupacken, dann ist mir persönlich das eigentlich soweit schon genug. Und wenn ich mich da befassen will, dann will ich nicht auch noch zusätzlich mir Gedanken machen müssen, wo ich auch noch Fotos schießen kann. Und ich denke, wir sind uns alle einig oder können uns alle auch darauf einigen, dass wenn ich ordentlich filme, dass das eigentlich reicht und dass es dann nicht auch noch zusätzlich Fotos braucht. Und zum Thema YouTube jetzt Folgendes, und ich glaube, bei den Ausführungen jetzt wird sich da so langsam so ein bisschen vielleicht der Kreis schließen, warum ich auch diese, ja, ich nenne es jetzt mal Kurzschlussentscheidung mit dem einen Beitrag, dass ich komplett aufhören will, getroffen habe, woher das kam. Mir ist halt einfach in der ganzen Zeit, wo ich dann nicht habe in die Berge gehen können und mich halt gedanklich viel mit der Sache befasst habe, ist mir auch einfach klar geworden, dass es mir vielleicht auch echt ein bisschen zu viel geworden ist, die ganze Sache. Also dieser Takt mit jede Woche ein Video rausbringen, der ist, wenn man die ganze Videobearbeitung und alles andere mit reinzieht, der ist halt tatsächlich schon, ich will nicht sagen heftig, aber fordernd. Also ich habe riesen Respekt vor allen anderen, die das so machen. Grüße zum Beispiel hier an den Adrian gehen da raus. Also nachdem ich das jetzt auch anderthalb Jahre so gemacht habe, was du da leistest, echt Hut ab. Das muss man wirklich mal würdigen an der Stelle. Aber auf jeden Fall, mir ist das irgendwie einfach ein bisschen zu viel geworden. Durch das mentale Loch halt bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will alles hinschmeißen. Aber ich denke, wir können da einen Kompromiss finden, den ich mir jetzt die letzten Tage überlegt habe, mit dem wir alle leben können. Vielleicht erstmal das Ganze von hinten aufgerollt. Wie war es denn bisher immer? Also bisher, das letzte Jahr, war es eigentlich immer so, wenn ich mich hingesetzt habe unter der Woche und habe mir angeschaut, was könnte ich für Touren gehen, und bei der Tourenplanung ist eigentlich so der erste Gedanke immer gewesen, wo könntest du hingehen, dass es sich lohnt, das für YouTube zu filmen. Wo könntest du eine coole Tour machen, die sich lohnt zu dokumentieren, die dir Klicks und vielleicht auch Abonnenten einbringt. Und das ist eine Herangehensweise, die ich tatsächlich so in Zukunft nicht mehr machen möchte, weil das einen selbst auferlegten Druck aufbaut, der vielleicht auch jetzt genau zu dieser körperlichen Situation, dass ich mich überanstrenge, geführt habe. In Zukunft will ich das eigentlich tatsächlich genau 180 Grad andersrum machen. Ich will mich unter der Woche hinsetzen, möchte eine Tour raussuchen, auf die ich Bock habe. Und da ist es mir dann auch vollkommen egal, ob das was Neues ist, was ich noch nicht gegangen bin, oder ob ich einfach nur Lust habe, mich in den Zug zu setzen, in die Voralpen zu fahren und auf die Brecherspitze, auf den Taubenstein, auf die Eipelspitze oder sowas zu gehen, was ich schon tausendmal gemacht habe, einfach nur, weil ich Bock drauf habe, weil ich die Tour hier als Erholung und als Entspannung für mich gehen möchte. Dann ist es natürlich auch klar, dass ich so eine Tour dann nicht nochmal filmen werde, weil die von mir schon einmal dokumentiert wurde und auch genug andere Leute schon gemacht haben. Wenn dann irgendwann mal ich mich für eine Tour entscheide, wo ich sage, oh cool, das wäre vielleicht was für YouTube, dann werde ich die natürlich auch wieder filmen. Und was heißt das jetzt also im Endeffekt für euch? Ihr habt es jetzt vielleicht dann schon rausgehört, es wird diesen Takt mit jede Woche ein neues Video, den wird es definitiv so jetzt auf meinem Kanal nicht mehr geben. Von diesem in Anführungszeichen Zwang möchte ich mich befreien. Der Kompromiss würde also aussehen, dass ich ein-, zweimal im Monat, also roundabout alle 2 bis 3 Wochen, dann ein neues Video rausbringe, was auch einfach für meine mentale Situation, für meine Entspannung sehr zuträglich wäre, weil ihr müsst ja auch bedenken, es ist ja auch die komplette Filmschneiderei und Bearbeiterei dann mit hinten dran, und wenn ich da auch einfach nicht mehr so getrieben bin, dass ich jede Woche ein Video fertig machen muss, sondern mir auch einfach Zeit lassen kann, dann glaube ich, wird es auch einfach besser, dass ich langfristig Spaß daran habe und das auch hier für euch ordentlich weiterführen kann. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass ich die ein oder andere Idee, und das
Konzept, das ich letztes Jahr angefangen habe, so nicht mehr weiterführen kann und auch nicht mehr weiterführen möchte. Zum Beispiel fällt darunter meine Idee der Tour des Monats, diese Playlist, die wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben, weil wenn ich nur noch ein- oder zweimal im Monat eine Tour gehe, dann ist ja im Prinzip jede Tour eine Tour des Monats. Dann brauchst du eigentlich auch nochmal irgendein ein Highlight alle 4 Wochen oder sowas machen. Was ich versuchen möchte aber weiterzuführen, ist die Playlist vom Bergwanderer zum Bergsteiger, weil die tatsächlich sehr erfolgreich war, oder da habe ich auch gemerkt an den Kommentaren, dass das was ist, was sehr gut ankommt und was euch sehr hilft. Also da werde ich versuchen, auch dieses Jahr noch 2-3 Videos zu bringen, um das fortzuführen. Ansonsten auch meine weiteren Ziele, die sind alle noch da. Also ich habe in 7 Wochen Urlaub in den Stubaialpen, ich habe im August immer noch den Urlaub an den Karawanken in Kärnten soweit reserviert. Das möchte ich auch alles durchziehen. Wir gucken halt mal, wie es mit der körperlichen Situation dann ausschaut, was geht, was ich da filmen werde, was ich da nicht filmen werde. Ihr werdet es an meinem Kanal dann sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir alle mit dieser Kompromisslösung soweit leben können. Ich denke, dass ich es sehr gut kann und dass ich dadurch auch, wie schon eben angesprochen, dauerhaft den Spaß an der ganzen Sache mir erhalte und auch die Qualität hoffentlich der Videos sicherstellen kann. Ihr könnt damit auch ab jetzt, genau mit diesem Video, unten auch wieder in den Kommentaren was schreiben. Also dürft mir da jetzt gerne zu der ganzen Situation eure Meinung sagen. Ich werde auch zeitgleich jetzt, wenn dieses Video rauskommt, schaut mal bei mir im Community-Tab eine Umfrage. Wer keinen Kommentar schreiben will, der kann einfach da nur klicken und darüber seine Meinung zu dem ganzen Thema kundtun. Also schaut es da mal bitte rein. Das wird es dann auch geben. Ja, und am Ende bleibt mir eigentlich nur noch erst einmal ein ganz, ganz, ganz riesengroßes Dankeschön an alle zu geben, meine ganz, ganz, ganz treuen Fans und Freunde, andere YouTube-Kollegen und auch Instagramer, die mich da jetzt ein kleines bisschen in der Zeit auch mit hilfreichen Tipps unterstützt haben. Ich muss ganz kurz mal das Handy hernehmen und da wirklich reingucken, weil ich nicht alle Namen auswendig weiß von denen, die mir da was Positives geschrieben haben. Also da geht's los. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Besserungswünsche. Der Frank natürlich. Frank, du weißt Bescheid. Wir werden noch eine Tour zusammen gehen. Keine Angst. Es war jetzt natürlich ein bisschen eine blöde Situation, aber auch bei dir vielen, vielen Dank für die tollen Tipps und deine Genesungswünsche. Genauso der Nils. Natürlich, ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Adrian, auch an dich herzlichen Dank dafür. Florian natürlich. Ganz besonderer Dank geht hier auch raus an die Tina. Von dir, Tina, war der Tipp mit dem Magnesium. Das hat mir tatsächlich, denke ich, was geholfen. Und zu guter Letzt natürlich noch möchte ich auch hier den Andi Radelwadl vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Telefonat, was wir geführt haben. Das hat mir tatsächlich sehr gut getan, hat mir sehr geholfen und ich glaube, mich dann doch auch wieder jetzt ein bisschen aus diesem Loch rausgeholt und in die richtige Richtung geschubst. Also hier ein ganz herzliches Dank nochmal an alle. Ja, Freunde, es wird jetzt als nächstes das Video tatsächlich von der Tour im südlichen Rohfahren auf den Blessenberg. Ich habe es noch nicht bearbeitet, aber ich werde das jetzt als nächstes angehen. Das werde ich euch online stellen. Es ist eine super tolle Tour gewesen, von diesem Scheiß, sorry für das Wort, mit dem Abstieg halt mal abgesehen. Ihr werdet in dem Video nicht so viel sehen. Ich habe es, glaube ich, nur mal ganz kurz oben nach dem Gipfel erwähnt, dass irgendwas mit meinem Knie nicht stimmt. Aber ich habe es natürlich dann nicht anmerken lassen. Aber glaubt es mir, gegen Ende, das war echt doof. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, das will ich in diesem Umfang so nicht mehr erleben. Und ich hoffe einfach, dass die Kompromisslösung, die mir ein bisschen den Druck wegnimmt, da hilft, dass ich mich einfach in Zukunft nicht mehr so überanstrenge und sowas einfach nicht mehr passiert, weil ihr könnt es mir glauben, das macht echt keinen Spaß. Also Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. Es kann 2, 3, 4 Wochen dauern, bis wirklich dann eine neue Tour kommt nach der Blessenberg. Wie gesagt, es hängt davon ab, was hier das Knie so macht die nächste Zeit. Ich werde euch ein bisschen mit Beiträgen da vielleicht auf dem Laufenden halten. Auch die ersten Versuche, wenn ich wieder in die Alpen gehe, da werde ich nicht unbedingt ein Video gleich drehen, aber vielleicht das ein oder andere kurze Foto im Beitrag dann doch auch mal posten, dass ihr wisst, wie es mir geht und was so Sache ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich bis Ende Juli zu meinem Stubaier Alpenurlaub wieder fit bin. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen, für eure Treue. Nochmal herzlichen Dank an alle, die mir Genesungswünsche gegeben haben. Wir sehen uns demnächst hier auf YouTube oder mal
am Berg, wenn alles wieder gut ist. Servus, euer Alpenneo. Und nur mal vielleicht ganz kurz für die, die es interessiert, mal ein kleiner Blick hier über meine Heimat hier im Landkreis Elding. Die Kamera kann das A nicht ganz so gut rüberbringen und B ist es leider ein bisschen bewölkt. Aber bei mir hier auf den Feldern tatsächlich jedes Mal habe ich genau da hinten das komplette Alpenpanorama. An guten Standorten bei gutem Wetter kann ich wirklich von Watzmann bis Zugspitze immer alles sehen. Ist natürlich auch was, was einen motiviert, nicht mit dem ganzen Spaß aufzuhören. Also in diesem Sinne, wir sehen uns. Servus.